Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Spektrum.de hat eine Meldung zu Thema Autismus ins Internet gerotzt. Weil ich mir sowas nicht allein antun kann, sichere ich viel mit rein. Links zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in die Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr mir dort ein Abo raushauen würdet, als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comic-Seiten in Ruhe anschauen könnt, als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo es weitere Updates aus meinem Leben geht. Und die meiner Hausbewohner natürlich, die Exit Allstars. Ja. Wieso sagst du meine Hausbewohner? Ich bin der Regisseur des Comics, also darf ich auch deine Hausbewohner als meine Hausbewohner betiteln, oder? Ach so, ich bin hier der Schöpfer, du bist nur der oberste König. Also husch husch in deine königliche Wohnung, aber zack zack. Okay. Na, also geht doch. Und diese Meldung zu dem Autismus trägt den Titel Humane endogene Retroviren. Der Feind im eigenen Erbgut. Ja, der Feind im eigenen Erbgut. Ja, ich sehe schon eine Meldewelle vor mir. Und Lese dauert circa 6 Minuten. Wir machen aber trotzdem halt das Ganze halt viel länger. Ist ja kein Autismus. Wir wollen ja detaillierter bei jedem Abschnitt nachgehen. Also fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Ob Schizophrenie oder Multiple Sklerose. Viren, die sich vor langer Zeit in unsere DNA geschrieben haben, könnten die Entstehung von psychischen Störungen und Hirnerkrankungen begünstigen. Ja. Oder. Ich weiß schon, wo gleich der Hase langlaufen wird. Und nein, ich werde mir diesen Artikel nicht anhören. Dann wäre mein Kanal definitiv gesperrt. Wegen Urheberrecht, ne? Weiter geht's. Rund 8% der menschlichen DNA haben dort eigentlich nichts verloren. Sie stammen von Viren, genauer gesagt von humanen endogenen Retroviren, kurz HERV, mit denen sich die Vorfahren des Menschen vor Millionen von Jahren einmal infiziert haben. Die Erreger haben ihre Chance genutzt und sich unwiderruflich in das Genom ihres Wirts eingeschrieben. Insgesamt enthält unsere DNA heute Gene und Gensequenzen von mehr als 500.000 verschiedene solche Retroviren. Die Mehrzahl dieser Sequenzen ist harmlos oder bringt sogar Vorteile mit sich. So scheinen manche Virusgene etwa das Muskelwachstum anzukurbeln, andere erfüllen wichtige physiologische Funktionen und helfen zum Beispiel beim Aufbau der Plazenta. Doch das Viruserbgut hat auch seine Schattenseiten. Inzwischen deuten immer mehr Studien darauf hin, dass es eine unrühmliche Rolle bei der Entstehung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen spielen könnte. Psychiatrischen Erkrankungen. Ich merke schon, was gleich hier stehen wird. Haltet mich lieber zurück. Ich will jetzt etwas an der Schulter festgeklammert haben, damit das nicht eskaliert. Meine Güte, sind das Dullis am Werk. Jetzt hier alles mit Wendungen machen. Also, ich weiß sofort, um was es jetzt gleich wieder gehen wird. Ihr auch. Weiter geht's. Die ersten Hinweise entdeckten Forscherinnen und Forscher bereits vor 20 Jahren. So stieß ein Team um den Neurovirologen Robert Yolkin von der Johns Hopkins University School of Medicine etwa im Jahr 2000 in der Gehirnrückenmarksflüssigkeit von Patienten, die kurz zuvor eine Schizophrenie entwickelt hatten, auf Gene eines bestimmten humanen endogenen Retrovirus. 10 von 35 untersuchten Probanden wiesen die verdächtigen Gensequenzen auf. Bei Menschen, die bereits länger mit der Krankheit zu kämpfen hatten, war es nur einer von 20, unter gesunden Probanden keine einzige Person. Solche Befunde zeigten sich in den folgenden Jahren immer wieder in Studien. Studien. Ach was. Wenn ich jetzt lesen muss wegen Tierversuche, ne? Dann kriege ich neutrale Stimmung. Ihr wisst es ja, ihr habt es ja in den Videos auch gesehen, was da sich hin und wieder abspielt. Weiter geht's.
Ähnliches gilt für Multiple Sklerose. Man hat unter anderem erhöhte Mengen von RNA bzw. von Proteinen humaner endogener Retroviren bei MS-Patienten im Vergleich zu Kontrollprobanden gefunden, fasste Immunologe und Molekularbiologe Martin Stege von der Universitätsmedizin Halle die Ergebnisse aus der Forschung zusammen. Selbst Viruspartikel habe man in geeigneten Proben nachweisen können. Unklar ist, ob endogene Retroviren wirklich für die Erkrankung verantwortlich sind und oder ob ihre Aktivierung ein Phänomen ist, das erst im Zuge der Erkrankung auftritt. Also, seit Corona will ich gerne das Wort Virus lieber nicht mehr in den Mund nehmen, aber es geht nicht. Corona bleibt auch trotz der Ukraine-Krise immer noch aktiv. Immer noch. Weiter geht's. Tatsächlich konnten die meisten Untersuchungen bislang nur Korrelationen zwischen endogenen Retroviren und Hirnerkrankungen aufdecken. Was Ursache und was Wirkung ist, ist daher vielfach unklar. Ein weiteres Problem: die meisten Studien werden an Blut oder Serum durchgeführt. Seltener haben Forscherinnen und Forscher bislang hingegen die Gehirnrückenmarksflüssigkeit oder gar das Gehirngewebe vom Verstorbenen untersucht. Das hat vor allem praktische Gründe. So ist die Entnahme von Gehirnrückenmarksflüssigkeit etwa deutlich invasiver als eine einfache Blutabnahme. Trotzdem haben Forschende in den vergangenen Jahren immer mehr Mechanismen entdeckt, über die humane endogene Retroviren die Entstehung von neurologischen und psychischen Erkrankungen begünstigen könnten. Ja. Gehirnrückenmarksflüssigkeit. Oh. Und wenn die mal wegfällt, dann ist man querschnittsgelähmt. Kann das sein? Schreibt es mir in die Kommentare, falls ich falsch liege. Tobt euch aus. Wenn schlafende Virengene erwachen. Die zentrale Frage lautet dabei erst einmal: Wie kommt es überhaupt dazu, dass Virusgene bei Menschen mit Hirnerkrankungen verstärkt abgelesen werden? Verstärkt abgelesen. Aha. Ich sage besser nichts dazu, sonst wird der Kanal definitiv sofort gesperrt. Das könnt ihr mir glauben. Weiter geht's. Normalerweise sind die HERV-Gene, nämlich zwar im Genom von Menschen vorhanden, die meisten von ihnen haben aber im Lauf der Evolution keine wichtige Aufgabe übernommen und befinden sich in einer Art Schlummer. Man geht davon aus, dass epigenetische Mechanismen normalerweise als Bremse wirken und die Expression der Virengene unterdrücken, erklärt der Neurobiologe Patrick Curie von der Universität Düsseldorf. Zu diesen Bremsen gehören etwa chemische Schalter wie Methylgruppen, die an der DNA hängen und Gene ausschalten können. Doch unter bestimmten Umständen können sie gelockert werden, zum Beispiel durch Infektionen mit anderen Viren wie dem Epstein-Barr-Virus, sagt Curie. Ja. Und was schreibt er so über das Epstein-Barr-Virus? Im nächsten Abschnitt sehen wir es. Das Epstein-Barr-Virus ist einer der Faktoren, die schlafende Retroviren wieder aufwecken können. Ein Virus, das Retroviren aufwecken kann? Wusste ich auch noch nicht. Das ist ja... Stimmt, ich würde mal sagen, kann auch das Epstein-Barr-Virus Corona aufwecken, wenn es dazu auch programmiert ist. Leck mich! Corona leise. Weiter geht's. Erst Anfang 2022 hat eine große US-amerikanische Studie gezeigt, dass Epstein-Barr-Virus könnte eine Ursache von Multiple Sklerose sein. Eine Infektion mit dem Erreger erhöhte das Risiko, später einmal die Immunerkrankung zu entwickeln, um das 32-fache. Das ist auch für das Thema der humanendogenen Retroviren wichtig, sagt Patrick Curie. Denn das Epstein-Barr-Virus ist eben einer der Faktoren, die diese schlafenden Retroviren wieder aufwecken können. Vermutlich sei es so, es kommt zunächst zu einer Infektion, mit der das Immunsystem nicht vollkommen fertig wird. Und dadurch werden die humanen endogenen Retroviren aktiviert. Also muss das
sogenannte Epstein-Barr-Virus einfach warten, dass das Immunsystem eines Menschen nicht vollkommen fertig wird, also beziehungsweise nicht in der Lage ist, solche Viren abzuwehren, dann kann das Epstein-Barr-Virus ja zu den Retroviren gelangen und sie halt mit einer kurzen Berührung, wie zum Beispiel hier das Streicheln an eine der komischen Dinger da, wenn das einmal gestreichelt wurde, dann wären die Retroviren sogar wach. Und auch Koroni. Leise, Koroni. Weiter geht's. Doch was passiert eigentlich, wenn sich die epigenetische Bremsen durch Umweltfaktoren lösen und das Erbgut von Retroviren aus seinem Schlaf erwacht? Eine Ahnung davon vermittelt eine Studie, die 2021 ein Team um den Neurogenetiker Johan Jakobsen von der schwedischen Universität Lund durchführte. Die Forscherinnen und Forscher konzentrieren sich auf das Protein TRIM28, einen epigenetischen Schalter, der die Expression von endogenen Retroviren unterdrückt. Mithilfe der Genschere, kurz CRISPR-Cas9, schalteten sie das Protein während der Hirnentwicklung in der neuralen Vorläuferzellen von Mäusen aus. Mäusen? Mäusen? Nicht schon wieder das Wort Tierversuch. Leute, hört auf mit den Tierversuchen. Jetzt reicht es mir endgültig. Es wird schlimmer. Ich merke schon wieder, es wird wieder schlimmer. Damit einher ging eine starke Aktivierung der Mikroglia, der Immunzellen des Gehirns. Sie patrouillieren normalerweise vor Ort und schauen, ob das alles in Ordnung ist. Sie können aber auch aggressiv werden und andere Zellen angreifen. Ich greife... gleich zu einem Glas und versuche damit, meinen Computertisch kaputt zu kloppen. Ich weiß, ist eine bescheuerte Idee, aber man kann es ja mal versuchen. Weiter geht's. Ja, und jetzt habe ich wegen dem Wort Mäuse hier den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Ich bin ja so stolz auf mich. Weiter geht's, komm. Endogene Retroviren machen das Immunsystem scharf. Scharfes Immunsystem? Also jetzt werden sie ein bisschen zu zweideutig, oder? Weiter geht's. Das passt gut ins Bild. Schon seit einigen Jahren gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass neurologische und psychiatrische Erkrankungen zumindest zum Teil durch eine Überreaktion des Immunsystems ausgelöst werden. Besonders deutlich wird das bei der multiplen Sklerose, bei der das eigene Immunsystem Nervenzellen angreift und schädigt. Selbst wenn es gelingt, einzelne Krankheitsschübe medikamentös zu unterbinden, degenerieren im Hintergrund permanent Nervenzellen. Eine Rolle spielen dabei die Mikrogliazellen. Patrick Curie und seine Kollegen konnten zeigen, dass eine Aktivierung durch humane endogene Retroviren bei MS-Patienten zu einem aggressiveren Typ von Mikroglia führen kann. Die Immunzellen sind zudem auch bei psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie verändert und geraten außer Kontrolle. Das könnte also ein allgemeiner Mechanismus sein, vermutet Curie. Wenn die Mikrogliazellen durch die Retroviren stimuliert werden sie aggressiv. Dadurch könnte sich über einen langen Zeitraum hinweg eine neurologische oder psychische Störung entwickeln. Ich werde mal gleich aggressiv. Und dann werde ich euch in meinen Drucker stecken. Wenn ich überhaupt mir einen sehr großen anschaffen werde. Gucken wir mal. Ich blick da gerade erstmal nicht mehr durch. Patrick Curie wird da wieder zitiert. Wenn Mikrogliazellen durch Retroviren stimuliert werden, werden sie aggressiv. Boah. Schon beim Wort stimulieren. Oh nee, du. Ich merke schon, es kommt eine Meldewelle auf meinem Kanal zu. Oh, das Video einfach wegen sexueller Anspielungen sperren. Klick. So wird es, glaube ich, ablaufen. Jetzt gerade in dem Moment. Weiter geht's.
Das gilt ebenfalls für Autismus-Spektrum-Störungen. Die Molekularbiologin Emanuela Balestrieri von der Universität Tor Vergata in Rom fand in einer Studie von 2019 sowohl bei autistischen Kindern als auch bei deren Müttern nicht nur eine erhöhte Expression von Retrovirengenen im Blut. Sie stieß auch vermehrt auf Zytokine, entzündungsformende Immunbotenstoffe. Ein weiterer Beleg dafür, dass es wohl einen Zusammenhang zwischen Retroviren und einem überaktiven Immunsystem gibt. Verhängnisvolle Nachbarschaft. Auf diese Weise könnten die Viren auch die Entwicklung des Gehirns negativ beeinflussen. Dafür fand eine Gruppe um den Neurowissenschaftler Laurent Grand der Universität von Bordeaux Belege. Sie schleuste bei Ratten Gene von humanen endogenen Retroviren in Zellen des Hippocampus ein. Also, egal ob diese Studien... Oh, Moment. Ratten? Na gut. Bei Ratten gibt's eine Ausnahme, aber nur das einzige. Auch Coroni von mir aus. Aber von Mäusen lasst ihr aber die Finger von. Bei Ratten dürft ihr machen, was ihr wollt. Du Schwein! Selber! Super Hand. Weiter geht's. Dazu nutzen die Forscher ein Verfahren namens Elektroporation, bei dem Zellmembranen vorübergehend durchlässig gemacht werden. Die Expression der Retrovirengene aktivierte das Immunsystem, namentlich Mikrogliazellen und Zytokine. Das störte letztendlich die Entwicklung bestimmter Synapsen im Hippocampus nachhaltig, da eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Erinnerungen spielt. In der Folge entwickelten die Nager Verhaltensdefizite. Sie zeigten eine schwächere Filterfunktion angesichts von Schreckreizen wie starken Geräuschen, ein Phänomen, das man auch bei Menschen mit Schizophrenie beobachtet. Also, mit anderen Worten, diese Ratten haben weniger Angst vor ihren Fressfeinden und nehmen es einfach als Risiko in Kauf. Hat man schon bei einigen YouTube-Videos auch beobachtet, wie das geht, ne? Ein Biss und schon zappelt man ein bisschen rum und dann nichts mehr. Weiter geht's. Also, diesem Beispiel habe ich ja zum Thema Schlangen auf Ratten gemeint, ne? Also die Schlange beißt eine Ratte, die Ratte zappelt ein bisschen, dann passierte gar nichts mehr bei dem. Ist tot. Weiter geht's. Spielt man Probanden einen lauten Ton vor, zeigen sie eine Schreckreaktion. Also zum Beispiel die Reaktion, wenn ich meine Kopfhörer zu laut gestellt habe und Musik dann plötzlich in meinen Ohren dröhnt. Weiter geht's. Geht aber diesen Schreckreiz ein leiser Ton voraus, also ein Präpuls, schwächt, also inhibiert, sie sich ab. Diese Präpulsinhibition spiegelt dabei die Filterfunktion des Gehirns wider, die wichtige von unwichtigen Reizen unterscheidet. Beim Menschen mit Schizophrenie ist jene Filterfunktion beeinträchtigt. Weiter geht's, komm. Die Aktivierung des Immunsystems ist jedoch nur eine der Möglichkeiten, wie Retroviren die psychische Gesundheit beeinflussen können. Wenn Umweltfaktoren Retroviren anschalten, könnte diese Aktivierung nach benachbarte Gene beeinträchtigen, erklärt Patrick Curie. In der Nachbarschaft mancher humaner endogener Retroviren liegen ausgerechnet die Gene, die als Risikofaktoren für Schizophrenie bekannt sind. So fanden Forscherinnen und Forscher um den Molekularbiologen Charles Cantor von der Boston University im Gehirn von Verstorbenen ein Retrovirenelement, das für eine zu starke Aktivität des Gehirns PRODH sorgte. Dieses Gen ist für die Entwicklung des Zentralnervensystems wichtig und wird mit Schizophrenie in Verbindung gebracht. Und jetzt kommt noch ein Abschnitt, dann ist es vorbei. Der Effekt ist vielleicht nur ganz schwach und wirkt über lange Zeit, sagt Curry. Schließlich seien psychiatrische Krankheiten wie Schizophrenie-Erkrankungen, die nicht von heute auf morgen entstehen. Sie entwickeln sich oft über Jahre hinweg und sie haben viele verschiedene Ursachen. In der Regel kommt ein ganzes Geflecht von Faktoren zusammen. Mithilfe von Retroviren lassen sich deshalb sicher nicht alle Fälle von Schizophrenie, Autismus oder Multiple Sklerose erklären. Ein wichtiges Teil im Ursachenpuzzle sind die möglicherweise aber schon. Autismus ist keine Krankheit. Wie oft denn noch Spektrum.de? Was soll ich dazu noch sagen, Leute?
Was meint ihr dazu zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc., als auch mir das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ich würde mal sagen, morgen gibt es ein weiteres Video und dann werde ich am Ende des nächsten Videos sagen, wie es dann weitergeht. Ciao Leute!